Hallo, liebe Freunde! Guckt euch diesen Zombie, Müllzombie-Mann, der will hier irgendwie rein, schafft aber nicht, weil wir hier so Barrikaden dran gemacht haben. Und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 2, dem Remake in der Haut von Claire. Nicht mehr von Leon. Die Story ist anders, wir erleben andere Dinge auch. Das Haus ist aber gleich geblieben, tatsächlich. Ehrenbruder Zombie ist auch am Start. Alles klar bei dir? Jawohl! Sucuk mit Ei. Ultra lecker. Ich bin Vegetarier, aber trotzdem ist Sucuk mit Ei lecker. Sagt, was ihr wollt. Sucuk mit Ei ist lecker. Noch einmal, sagt, was ihr wollt. Lol? Echt jetzt? Was steht da einfach auf, Mann? Hier müsste, glaube ich, auch jemand sein. Ah, genau. Hier brauche ich einen Griff. Hier müsste... Digga. Du musst gar nicht aufstehen, Kollege. Ja, ich glaube, diese ganzen... Ah, Brandgranaten. Habe ich ja... Kann ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so viel mit anfangen. Hier auch. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach Stopp drücken. Ah, tragbarer Sensor, genau. Hier muss ich mir das genau nochmal angucken. Hier müssen wir das, glaube ich, hier so untersuchen. Ah, nee. Nicht schon wieder. Das dauert jetzt, Freunde. Das ist es nicht. Ach du meine Güte. Also wartet, was ist 1? Das ist 1, das ist 2. 3. Also ist 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Es geht auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also 1, 2, 3, 4. 5 geht auch nicht. Ach ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, geht nicht 1. 2, 3, 4, 5. Okay, das geht auch nicht. 1, 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist nämlich das Kennwort von dem Teil. Adam, Sesam, öffne dich. So, Ersatzteil. Irgendein Teil. Ja, danke schön. Brauchen wir auch natürlich. Untersuchen wir natürlich. Enter-Taste. Damit können wir eigentlich so diese... Ja. Ah, was ist denn hier? Ich glaube Capcom, ne? Ich glaube Cap. Ich bin mir aber nicht sicher. Probieren wir mal. LOL! War richtig. Ah, nochmal Granaten. Brandgranaten, danke. Lol, das war sogar richtig. Ist das dein Ernst? Okay, also das ist jetzt... Ich habe einfach an Capcom gedacht, wenn ich ehrlich sein soll. So, wartet mal. Mein Inventar ist leider voll. Deswegen will ich ganz kurz runter. Und alles wieder verstauen. Dein scheiß Ernst? Der kommt sowieso nicht durch. Was ist mit ihm, ey? Er steht da jetzt seit, was weiß ich, seit 1 Million Jahren da. Okay, so. Sicher ist sicher, wir speichern. Let's go. Dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Weil diese Taste brauche ich auf jeden Fall gleich. Die muss ich nutzen. Ich glaube, es gibt noch mehrere. Ich muss vor allem einen Schlüssel finden. Hier sind wieder Polizei, Munition, bla bla bla. Einen Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. Hier ist ein Schlüssel. Ja, ich habe den blauen Schlüssel. Sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Und es ist so krass geil gemacht, dieses Spiel, dass man... Alter Schwede. What? Was war das?
Ich habe nur einen Revolver, ne? Andere, ich... Mit Redfield hatten wir so eine Pumpe und so. Und hier? Na toll. Hier. Das ist gut. Sehr gut. Ah, hier ist so viel jetzt gerade. Ach du meine Güte, wartet mal. Warte mal, das ist mir zu viel gerade. Es ist jetzt schon wieder so viel gerade. Bis ich hier alles hier finde und weiterkomme und so. Ich brauche auf jeden Fall meine Gürteltaschen. Lol. Wo bin ich denn jetzt? Ach so. Runter einmal bitte. Ah, ist das kacke. Der Zombie darf auf gar keinen Fall aufstehen. Wir gehen wieder runter. Das ist das Geile. Wir haben diese ganzen Holzbretter. Die hatte ich schon mal weggeworfen auch. Ehrlich gesagt. Hier war das, oder? Nee, Schießfachraum ist hier, glaube ich. Da. Hat das was gebracht? Ach, das ist die Nummer 3. Wartet mal, kann ich das rausnehmen? Nein! Doch. 103. Es gibt... Ah! Jetzt brauche ich noch einen, aber für die 0, ne? Ja, für die 0 brauche ich einen. Ah, hier! 203. Wenn ich das hab, das wäre so krass. Hier ist einfach eine Gürteltasche drin. Und hier ist eine Pumpe drin. Hier brauche ich auf jeden Fall eine Karte oder so. Von dem Typen, der gestorben ist. Das wäre so krass, wenn wir von dem eine Karte bekommen. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Das wäre so krass gut. Nein, 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 nein. Nein, chill dein Leben da bitte. So, ab nach oben jetzt. Das ist so krass, dass wir mit Claire jetzt hier auch nochmal uns durchkämpfen können irgendwie. Warte mal, was ist hier? Kann ich hier wieder Cap eingeben? Nee, geht nicht, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht hier herumrätseln. So, wohin? Hier kann ich rechts lang? Ja, komm, mache ich jetzt auch. Hier gibt es Schießpulver. Kann immer, ja, hilfreich sein. Ah, jetzt weiß ich, was hier ist. Warte mal, wohin führt der Weg? Claire, Marvin hier. Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. Ja, und ich komme natürlich runter. Und dann können wir hier wieder hoch. Das ist es. Das ist es, glaubt's mir. Ich habe nämlich kaum Platz hier. Was soll ich da machen, ganz ehrlich? Warte, kann ich das kombinieren? Doch, kann ich kombinieren, sehr gut. Dann kann ich hier doch lang. Sorry. Ich dachte, ich konnte jetzt nichts kombinieren oder so von meiner Munition her. Ich habe auch immer in dem Spiel so ein bisschen Munitionsprobleme gehabt, wenn ich ehrlich sein soll. So, hier können wir etwas machen. Da! Gürteltasche. Yeah! So, und jetzt die anonyme Notiz für die Leute, die es lesen wollen. Einfach Stopp drücken. So. Hier. C4. Erstmal muss ich die Bombe überhaupt finden, damit ich hier reingehen kann. Und hier ist nämlich was. Ein Artefakt. Dann einmal runterspringen. Oder von hier aus abknallen. Ich habe ein bisschen Spaß auf Metzeleien. Ich habe ja, ich glaube, wir haben ja nicht zu verlieren, wenn wir hier ein bisschen metzeln, oder? Ich meine, die stehen ja so oder so auf, wann sie wollen. Du Scheiße. Ehrlich, ist ein unfassbar geiles Spiel. Muss man einfach sagen hier. Lassen wir die mal in Ruhe. So. Hier gibt's auch was. Meine ich. Ach ja, hier ist eine Karte. Obere Stockwerkkarte. Was ist hier? Okay, das geht nicht. Was ist hier? Wieder Schießpulver. Cool. Können wir wieder kombinieren? Sehr gut.
Und dann... Ach! Ich bin so ein Hohlkopf. Ah, nee, ich muss ja nachdenken jetzt. Stimmt. So, was ist das denn? Ist das ein Löwe? Nee, das ist so ein Einhorn. Fisch, Skorpion, Oktopus. Fisch, Skorpion, Oktopus. Das ist es. Einhornmedaillon. Das haben wir gebraucht. Das brauchen wir auf jeden Fall. Alter Schwede, du eklige. Eklig, ehrlich. Richtig eklig. Oh, ich habe ein neues Messer hier gleich. Digga, das kann nicht dein Ernst sein. Nein. Wie haltet ihr aus, Mann? Junge! Junge, was geht denn da ab? Was zum Teufel? Also wirklich, respektloser geht's ja wohl. Junge! LOL! LOL, was bist du für ein Superstarker? Oh nein! Alter, das habe ich ja noch nie erlebt. Wie krass bist du denn bitte? Was bist du für eine Big Mama? Was ist das denn für eine Big Mama? Habt ihr gesehen, wie viel die Person ausgehalten hat? Ja, ist ja keine Person, ist ja ein Zombie. Das überhaupt Person zu nennen, ist ja fragwürdig. Hier, ich habe ein rotes Buch gefunden. Komm, öffnen wir das mal. Was kann ich denn mit diesem Buch machen? Öffnen? Geht nicht. What? Ich wollte schon sagen, wir haben doch den Schlüssel. Warum gehst du nicht auf? So, und jetzt nach unten, wo er ist. Er will uns, glaube ich, irgendwas anvertrauen. Ach, wartet mal hier, Freunde. Das können wir auch noch eben schnell machen. Komm. Das ist vom Löwen, ne? Wir haben ja hier die Akten, Freunde. Löwe. Löwe, Strauß oder Ast. Löwe, Ast und Adler. Löwe, Ast, Adler. Zack. Und das nächste Stück. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Bevor wir zu dir gehen, Marvin, ich komme gleich. Oh, oder doch nicht. Oder doch nicht. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Sehr, sehr cool. Gut, dass er uns da irgendwelche Tipps gegeben hat. Aber Freunde, so, jetzt mache ich das aber so, das können wir erstmal verstauen. Die Medaillons können wir auch verstauen. Okay, ich glaube, ich habe alles Wichtige jetzt irgendwie mit. Zack, neu gespeichert, das passt. Würde ich sagen. Alter Schwede. Warte mal, hat er irgendwas noch zu sagen? Nein. Ich habe auch nichts mehr vergessen, meine ich, oder? Wenn wir jetzt gleich zu ihm gehen. Ich meine, wir müssen auch noch irgendwie C4 finden oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist einfach geil, wirklich. Es ist so ein geiles Spiel. Hier, Kraut. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Taste. Irgendeine Taste noch. Da kann ich mir... Ach hier, guck mal hier. Ja, Stadtbroschüre für die Leute, die es lesen wollen. Einfach Stopp drücken. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Ja, gute Frage. So, ich habe jetzt hier ein grünes Kraut, das lasse ich trotzdem mit. Man weiß ja nie, was für Gegner hier auftauchen. Jetzt habe ich auch noch den Schlüssel, damit kann ich alles öffnen.
Claire ist geil, also. Das kennen wir. Den Sound kennen wir. Hier, guck mal. Seht ihr das hier? Hier können wir auch noch lang später, aber hier brauchen wir auch einen Griff, um das zu drehen. Das machen wir aber nicht jetzt. So, was ist denn hier? Schlüsselkarte, Weapons. Das ist es. Für die Leute, die es lesen wollen, einfach Stopp drücken. Jetzt kann ich von hinten meine Pumpe holen. Das ist mega wichtig. Hier, was damit? Linker Statuenarm. Kann ich nutzen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Habe ich auch nie verstanden, ehrlich gesagt. Warte mal. Können wir es mal untersuchen. Gipsarm. Keine Ahnung, was das bringen soll, ehrlich gesagt. Ja, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ich gönne dir einen Gipsarm. Ich schenke es dir. Quasi. So nach dem Motto. Was ist hier? Ach, warte, das ist der Warteraum, ne? Moment mal kurz. Wir könnten jetzt eigentlich zurück uns die Waffe holen. Oder wir lassen es sein. Was machen wir? Komm, wir gehen mal ganz kurz zurück. Aber wir müssen, glaube ich, sowieso zurück, ne? Egal, wir gehen mal hier lang. Ich werde es ja erfahren, ob ich zurück muss. Oh, hier ist noch ein Kraut. Ah ja, genau. Hier haben wir diesen Unfall gehabt. Heftig. Wirklich krass. So, Leon müsste hier unten sein. Hä? Wo ist der? Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist... Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich durch den Zaun. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. So krass. Hey, Marvin. Das ist übel. Hier sind überall Zombies. Marvin? Marvin, sind Sie da? Marvin? Gott, was darf ich sagen? Ja, das sind ganz schön viele Zombies. Oha, wie viel Holzbretter habe ich jetzt mittlerweile? So, warte mal, das benutzen wir. So, dann kann ich das hier natürlich kaputt machen direkt. Nice, mit der Zange. Auf das habe ich gewartet. Let's go. Also, wenn ihr Lust habt, kommt alle mir in den Weg. Hier kann ich auch kaputt machen. Zack. Und ihr kommt da auch nicht mehr rein. Soll ich euch jetzt schon. Ich werde da direkt alles verbarrikadieren. Hier. Hier. Zack. So, du kommst nicht rein. Was ist hiermit? Die Tür geht nicht, oder was? Hallo, Zombie. Was ist mit dieser? Was mit dieser? Was ist denn mit diesem Fenster? Was ist denn hier? Oh, noch mehr Munition. Krass, also ich sammle gerade Munition bis zum Gehtnichtmehr. Das ist richtig nice. Manche Sachen kann ich natürlich nicht nehmen. Aber ich frage mich gerade... Oh, shit. Scheißdreck.
Wartet mal. Lol. Lebt der Typ noch? Boah, hier sind richtig... Boah, das ist ekelhaft. Hier will ich nicht, hinkommen. Ekligen Müllgeburten. Also hier kann... Alter! Nein! Wie wachen die plötzlich alle auf? Oder woher? Okay, die wollen hier durch. Ich sehe es gerade. Oh nein. Können die auch hier durch? Mach einfach zu, ohne Scheiß. Ich habe ja nichts zu verlieren. Hier, Elektroteil. Sehr nice. Nehme ich gleich mit. Das packe ich hier auch direkt weg. Und... habe ich hier eigentlich keinen Save Point? Komisch. Hier ist ein Elektroteil. Das würde ich sehr, sehr gerne nehmen, aber... Okay. Kollege. Es reicht. Es reicht wirklich. So, wartet mal. Ich will hier einmal rund drunter lang. Ich glaube, das geht nicht. Kann ich das hier wegwerfen? Nein. Kann ich das hier wegwerfen? Nein. Kann ich das hier wegwerfen? Nein. Na toll. Wichtige Items kann ich natürlich nicht wegwerfen. Habe ich mir schon gedacht, um ehrlich zu sein. Aber ich frage mich gerade... Presseraum, Toiletten. Das ist jetzt gerade zu wichtig, um ehrlich zu sein. Ja, komm. Wir werfen dann das Messer weg. Obwohl das Messer eigentlich voll wichtig ist. Schade, dass man nicht so Waffen auf dem Boden ablegen kann. Die werden dann automatisch zerstört. Das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich sein soll. So, jetzt ist hier zwar der Weg hier offen, aber egal. Ganz ehrlich, es kann viel schlimmer werden oder sein. Wisst ihr, wie ich meine? Es kann alles so viel schlimmer enden. So, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Und jetzt kann ich in Räume rein, wo ich vorher noch gar nicht war. Das ist die Logik, die ich verfolge jetzt gerade. So, hier können die auf jeden Fall irgendwie durch. Ich weiß das. Deswegen werde ich hier... Da. Hier zum Beispiel... Junge. Hier einfach zumachen. Junge, was ist dein Scheiß Ernst? Nein, 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 nein! Nein! Ich will direkt in den Kopf schießen, ohne Witz. Es reicht. Es reicht wirklich alle Male. Hör auf jetzt, ehrlich. Es reicht. So, hier ist irgendwo Kreuztür. Da will ich jetzt nicht rein. Ich will aber einen Schließfachbund. Also hier kann ich sowieso nicht rein. Deswegen muss ich hier so lang. Und dann einen ganz anderen Weg, weil ich will auf jeden Fall die Pumpe holen. Ach du Scheiße. So, hier oben lang. Zack, 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 komm. Let's go. That's my way, Freunde. Und dann gehen wir links lang. Hier rein und nutzen dann die Karte. Nice. Dankeschön. Ich nehme die Pumpe sehr gerne an. Ja, Brandgranaten. Oh, dafür brauche ich... Oh! Oha, Leute, ich kenne diese Waffe gar nicht. Diese Waffe kenne ich gar nicht, glaube ich. Was für Munition brauchen wir denn hier? Ach, das ist ein Granatwerfer? Lol.
Lol. Aber wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Wartet mal, Freunde. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Was? Zum Teufel? Diese Leiche ist einfach runtergefallen. Die Leiche ist einfach runtergefallen. Lol. Habt ihr das gesehen? Die war doch gerade hier vorhin. Die Leiche ist einfach runtergefallen. Ich hab doch jetzt... Ich glaube, jetzt kann ich... Ja, hier kann ich sowieso noch nicht, das weiß ich. Aber ich hab doch jetzt... Ich kann, glaube ich, was kaputt machen jetzt. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Abgeriegelte Türen oder so. Das muss es, glaube ich, sein, auf jeden Fall. Irgendwelche Türen oder was auch immer kann ich dann aufschließen oder so. Ah ja, eine Pumpe wäre jetzt echt gut, ey, ohne Scheiß. Aber, nee, hier, ich muss hier irgendwas machen. C4 brauche ich oder so. Ich erinnere mich echt nur dunkel. Was war das denn nochmal? Hier können wir runterspringen, würde ich sagen. Lol. Das sind diese dummen Idioten-Zombies. Guck dir den mal an. Ehrlich, also das sind die dümmsten Zombies, die es auf dem Planeten gibt, ehrlich. So, den haben wir uns ja hier geholt schon. Hier komme ich ja nicht durch. Dann gehe ich weiter hier lang und suche. Hat der Typ denn noch unten was gesagt? Daran erinnere ich mich auch nicht mehr so. Er liegt da. Okay. Muss mich beeilen. Ja, dem geht's wirklich richtig schlecht. Um ehrlich zu sein. Ja gut, jetzt ist da aber Licht und so, ne? Ich speichere jetzt nochmal sicherheitshalber ab. Jetzt ist da aber Licht und so. Ich guck nochmal hier rein. Wir haben diese Medaillons. Die nehme ich jetzt alle schon mal raus. Brandgranaten kann ich herausnehmen, wenn es hart auf hart kommt. Und kann dann schon mal die Medaillons einsetzen. Die müssen ja bekanntlich hier rein gelegt werden. Genau, noch eins. Das müsste jetzt auf jeden Fall hier zurück oben. Ich weiß, war das jetzt oben entlang? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind ja oben lang gegangen, aber ich weiß gar nicht mehr genau. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, ob wir wo auch immer lang gehen müssen. Echt jetzt? What the fuck? Dein Ernst? Pistole, ey. Pistole kannst du in die Tonne hauen. So, war ich hier schon drin? Hier war ich, glaube ich, schon drin, ne? Ja, ja, hier war ich drin. Hier habe ich das Licht angemacht. Hier habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so viel gefunden. Ich habe mich so erschrocken jetzt. Junge, 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 dein Ernst? Also ich habe mich so krass erschrocken jetzt. Ich glaube, ich muss auch oben lang. Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss. Ich gehe mal oben lang. Ich habe ja wirklich nichts zu verlieren. Hallo Zombie. Hey, so langsam geht aber meine Muni drauf. So langsam geht meine Muni drauf, um ehrlich zu sein.
Achso, hier waren wir ja. So, gibt es hier noch was? Ey, ich hab das hier... Habe ich wirklich null verstanden, wenn ich ehrlich sein soll. Mit diesem Gipsarm und so. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Bis heute... Also, wenn ihr das Rätsel hier kennt, was dieser Gipsarm an sich bedeuten soll, dann schreibt sehr gerne in die Kommentare. Also, ich habe keine Ahnung, was die Entwickler sich hierbei gedacht haben. Ah, guck mal hier. Hier brauche ich ja das wieder. Stimmt ja. Dann kann ich eigentlich nur wieder zurück. Das ist ja echt... Kann ich lange suchen wieder. Es ist... Dieses Spiel ist voller Rätsel. Und das ist das Krasse in dem Spiel. Das ist wirklich, wirklich, wirklich crazy. Weil offensichtlich kommen wir ja nicht weiter. Er hat uns auch keinen Schlüssel gegeben. Ich kann jetzt eigentlich nur nochmal hier alles nutzen. Das ist alles so ein bisschen verlegen, aber kein blassen Schimmer. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und zwar will ich mal wissen, was jetzt nochmal hier drüben... Ich habe doch einen Schlüssel. Kann ich denn nicht hier rein dann? Ich habe doch den blauen Schlüssel. Ja, ich wollte schon sagen. Kann ich das... Ich muss doch bestimmt irgendwo, wenn ich das nicht wegwerfen kann, dann brauche ich das auf jeden Fall hier irgendwo. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Schließfächer, dunkle Kammer, Kombinationsschloss, Tresor. Wache Raum. Das ist kompliziert. Diese dumme Frau, ne? Was wachen die auf? Ich verstehe das nicht. Was wachen die auf? Ich verstehe das nicht. Es kann im Endeffekt nur hier was irgendwo noch sein. Wo einfach was abgeschlossen ist oder so. Oha, krass. Alter, das hat wehgetan. Dann hier oben. Das, was ich nicht verstanden habe, ist, Freunde, bislang... Hier muss doch irgendeine Tür sein oder eine andere Tür oder welche Tür auch immer. Hier, RB-Akten. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe ja auch keine C4 oder sowas gefunden oder was auch immer. Keine Bombe, nichts. Weil ich weiß zu 100%, dass wir das hier aufschießen müssen. Also sprengen müssen. Aber was konkret? Ich habe keine C4 bislang gefunden. Das heißt, es muss doch irgendwo auch eine C4 sein. Kann ja nur so gehen. Geht ja gar nicht anders. Das ist schon krass. Hä? Ich wollte schon sagen... Ich wollte schon sagen, warum kann ich da durch? Richtig unlogisch. Wartet mal, Freunde. Hier habe ich ja auch alles gemacht. Hier liegt auch nichts mehr. Dann kann es eigentlich nur da sein, wo wir mit Leon waren. Ach, Leon, sag ich, mit Claire waren gerade. Geht gar nichts anders. Geht gar nicht anders. Wir müssen da auf jeden Fall drüben dann was gucken nochmal. Ich habe da auf jeden Fall was vergessen dann. Es geht gar nicht anders. Aber Freunde, ich denke, ich habe euch jetzt auch genug gelangweilt mit dieser Folge. Ich werde dann hier auf jeden Fall einen Cut setzen.
Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 2, dem Remake mit Claire, wenn wir hier weiterlaufen. Mega cool. Und ihr seht, mittlerweile komme ich viel schneller zurecht. Also ich weiß mittlerweile, was wir grob machen müssen und so, weil mir das so ein bisschen bekannt ist oder so. Das ist schon recht cool. Haut rein, ciao, ciao.